BB1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt herzlich willkommen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann unterstützt eine weitere Kanzlerschaft von Angela Merkel. Merkel sei sehr wichtig in der europäischen Krise, so Kretschmann in der ARD-Talksendung Maischberger gestern Abend. Er kenne niemanden, der diesen Job besser machen könne. Der Kurs, den sie fahre, sei richtig. Kretschmann ist damit der erste grüne Spitzenpolitiker, der sich für eine weitere Kanzlerkandidatur von Merkel stark macht. Merkel selbst hat sich indessen noch nicht erklärt. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Grüne, hat sich in der ARD-Sendung Maischberger auch zu Spekulationen über eine Bundespräsidentennachfolge geäußert. Ich strebe dieses Amt nicht an, so Kretschmann. FDP-Fraktionsvorsitzender Hans-Ulrich Rühlke kritisiert indessen die Versuche des Ministerpräsidenten, sich für das Amt des Bundespräsidenten ins Spiel zu bringen. Er fordert, Kretschmann solle seine Kandidatur endlich offiziell machen, damit das Land Klarheit bekomme. Der SPD-Fraktionschef Andreas Stoch zeigte sich erstaunt über den Auftritt des Ministerpräsidenten. Er isoliere sich zunehmend von seiner Partei. Kretschmann selbst wies die Vorwürfe einer politischen Positionierung gegen die Parteilinie zurück. Er sei natürlich durch und durch Grüner. Aber man könne nicht alles gut finden, was von der eigenen Partei gemacht werde. Das Landgericht Ravensburg hat am Mittwoch einen Asylbewerber wegen versuchten Mordes in 26 Fällen, versuchter Brandstiftung und vorsätzlicher Körperverletzung zu 7 Jahren und 9 Monaten Haft verurteilt. Der damals 30-Jährige hatte im März 2016 in einer Flüchtlingsunterkunft in Eberhardzell im Kreis Biberach verschiedene Kleidungsstücke und Papier angezündet. Zuvor soll er Rauchmelder funktionsunfähig gemacht haben. Ein Gutachter beurteilte den Anklagten als voll schuldfähig. Aus Sicht des Gerichts hat der 30-Jährige aus Frust über seine Situation gehandelt. 26 Menschen, darunter 10 Kinder, wurden rechtzeitig gerettet. Die Energiewende ist in vollem Gange. Vor allem bei Neubauten sind die Themen Energieeffizienz und erneuerbare Energien nicht mehr wegzudenken. Aber was ist mit denkmalgeschützten Gebäuden? Bei Münzingen auf der Schwäbischen Alb gibt es ein dergestalt geschütztes Gebäudeensemble aus dem 19. Jahrhundert, noch vom Königreich Württemberg als Kaserne gebaut, das Alte Lager. Der Investor Franz Dress hat es vom Bund gekauft mit dem Ziel, das Kulturgut für den Tourismus zu entwickeln. Dazu gehört natürlich auch ein nachhaltiges Energiekonzept. Ein solches entwickeln gerade die Erdgas Südwest und die Klimaschutzagentur im Landkreis Reutlingen. Das Württemberg-Palais im Alpgut. Das ehemalige Offizierscasino thront über den Truppenunterkünften und Wirtschaftsgebäuden. Alles in allem 147 denkmalgeschützte Gebäude. Sie alle brauchen Strom und müssen im Winter geheizt werden. Eine Herausforderung für die Energieversorgung findet auch Tobias Kemmler von der Klimaschutzagentur Reutlingen. Wir haben hier natürlich ein denkmalgeschütztes Ensemble. Das ist so ein richtiges Kleinod. Wir haben hier sehr viel an Gebäudebestand, über 143 Gebäude, haben über 40 Kilometer Leitungslänge von Nahwärmenetz, Abwassernetz, Wasserversorgungsnetze. Die gilt es hier alle miteinander abzugleichen und in einen Einklang zu bringen, sodass auch zukünftige Technologien hier mitverwendet werden können. Zukünftige Technologien sollen nach und nach die alten ersetzen. Schon im kommenden Jahr sollen hier Blockheizkraftwerke entstehen. Doch die Gesamtentwicklung ist auf 8 Jahre angelegt und soll Modellcharakter haben. Das alte Lager ist, sagen wir mal so, für uns das Versuchsfeld und der Nukleus, um die Energiewende auch letztendlich nochmal eine Stufe weiter zu heben und auch nochmal weitere Entwicklungen aufzuzeigen, die wir dann auch hier konkret umsetzen können. Eine historische Chance mit bundesweiter Ausstrahlung. Bürgermeister Mike Münzing spart nicht mit Superlativen. In einer Stadt, die Mobilität ausgenommen, schon heute mehr Energie produziert, als sie verbraucht. Weit mehr als nur für die Gesamtstadt Münzingen ist dieses alte Lager modellhaft für die Frage, wie gehen wir mit Kulturgütern um? Wie kann beispielsweise dieser Klimawandel auch angegangen werden in unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden? Das ist ein wichtiges Thema, das nicht nur die Münzinger interessiert, sondern darüber hinaus möglicherweise auch Eigentümerinnen und Eigentümer im ganzen Bundesgebiet. Das Alpgut soll sich selbst mit Energie versorgen und die ist auf dem Gelände selbst vorhanden, in Form von Sonne und Holz.
Aber das Energiekonzept geht noch weiter, erklärt Projektleiter Achim Lotter von der Erdgas Südwest. Wir denken vom Verbraucher zur Erzeugung, ja, nicht wie in der alten Welt war es genau andersherum. Das hat den Vorteil, dass wir genau wissen, was hier in Wärme und Strom benötigt wird. Das sind wir gerade dabei, diese Planung auf den Weg zu bringen. Mit den Energieüberschüssen soll dann auch die Umgebung mitversorgt werden. Der Investor Franz Dress sagte gegenüber unserem Fernsehen, dass er den Energiebedarf so decken wolle, dass es zu dieser wunderschönen Landschaft, zur Ausstrahlung der Gebäude und zur Natur auf diesem Gelände passe. Hilzingen im Kreis Konstanz wurde am Donnerstagmorgen von einem leichten Erdbeben erschüttert. Laut dem Landeserdbebendienst Baden-Württemberg erreichte der Erdstoß die Stärke 2,9 auf der Richterskala. Meldungen über Verletzte oder Sachschäden gibt es nicht. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen. Zum Freitag präsentiert sich das Land wettertechnisch nahezu einheitlich. Die Sonne zeigt sich kaum, es bleibt aber weitgehend trocken. Die Höchstwerte gibt es mit 13 Grad in Konstanz am Bodensee, den niedrigsten Wert mit 8 Grad bei Tuttlingen. Und landeseinheitlich geht es dann auch am Samstag weiter. Ein mäßiger Dauerregen mit vielen Wolken bestimmt den Tag. In der Landesmitte bei Stuttgart werden 10, im Südosten bei Konstanz 13 und in Mannheim 11 Grad erreicht. Warum ich mitmache? Weil ich anderen helfen möchte, sich selbst zu helfen. Dabei ist es mir wichtig, dass ich mir sicher sein kann, dass meine Spende bei diesen Menschen ankommt. Bei Brot für die Welt habe ich ein gutes Gefühl. Und wenn jeder ein wenig gibt, kann Großes bewegt werden. Es gibt viele gute Gründe, Fördermitglied zu werden. Verändern Sie die Welt. Wir lebten auf dem Land und hatten ein schönes Leben. Als ich 8 Jahre alt war, kamen bewaffnete Männer und haben meine Mutter getötet. Dann haben sie mich und meinen Bruder mitgenommen. Zuerst musste ich für sie waschen und kochen. Mein Bruder sollte Menschen töten. Er hat es nicht getan. Die anderen Jungen und die Männer haben ihn umgebracht. Dann habe ich alles getan, was sie von mir verlangten. Daran möchte ich nicht mehr denken. Als ich 14 Jahre alt war, konnte ich flüchten. Jetzt möchte ich wieder ein normales Leben führen. Blatt für Blatt. Tag für Tag. Jahr für Jahr. Diese Menschen sagen Danke. Danke, weil fairer Handel ihnen ein Leben in Würde ermöglicht hat. Familien haben zu essen. Kinder können in die Schule gehen. Sie alle haben eine Zukunft. Wir unterstützen den fairen Handel. Machen Sie mit. Spenden Sie online. www.brotfuerdiewelt.de